Es ist ihr Tag, der Tag von Anna und Henrik, der Tag der Hochzeit. Rund 50.000 Paare heiraten pro Jahr in Deutschlands Kirchen und alle haben eines gemeinsam. Vor der großen Feier gibt es den riesengroßen Stress. Ah, geschlossen. Nee. Ah, zu. Dann müssen wir noch mal kurz da fragen. Bügeln. Brauchst du? Bügeleisen. Was ist das hier? Ja, jetzt kann ich ja sowieso nichts mehr machen. Ne? Also ich kann jetzt auch nicht irgendwie rumlaufen und organisieren und irgendwen anrufen. Also nee, man kann nichts mehr machen. Müssen die anderen das jetzt machen. Ja. Und da hat man jemanden, der das wirklich gescheit übernimmt, oder? Ja, ich hoffe es zumindest. Jetzt noch mal kurz überlegen, was wir heute eigentlich machen. Du wolltest die, die Kerzchen. Kerzchen holen. Ja, die habe ich auch hier parat. Stehen in meiner Tasche. Die ist jetzt da hinten. Genau. Alles, was wir brauchen, ist hier drin. Perfekt. Was ach ist mit so. Diesen Pfefferminz? Ach ja, die da sind sie, genau. Die. Ah, die hätte ich fast vergessen. Pfefferminzbonbons. Die brauchen wir auch. Wir haben das gestern irgendwie nicht mehr geschafft mit der Tischaufteilung. Und deshalb müssen wir jetzt heute noch die Namensschildchen stellen. Naja, das ist nicht schlimm. Nee, das geht eigentlich schnell. Was heißt denn ewig? Was ist das denn? Hab ich's geschrieben? Reda. Ria, ist das nicht? Ria und Christian. Ach so, das heißt Elia. Zeig nochmal, wer sitzt da alles? Evi Jochen, Nora Alex. Auch hinter den Kirchenmauern, in der Sakristei der Basilika St. Benedikt, steigt langsam die Anspannung. Ich glaube, ich war der Nervöseste. Also ich bin jedes Mal nervös. Was sage ich? Wie bringe ich es ins Wort? Wie gelingt es, auch etwas aus der Weggeschichte des Paares zu erzählen, so dass es positiv rüberkommt, dass begreifbar wird, auch da will der Gott des Lebens Anteil nehmen. Vor 3 Jahren haben sich Anna und Henrik kennengelernt. Ihr erster gemeinsamer Ausflug, eine Tagestour an den Starnberger See. Seit über einem Jahr ist Emilia immer mit dabei. Hier macht die kleine Familie Kurzurlaub. Hier denken Anna und Henrik über ihre Beziehung, über die gemeinsame Zukunft nach. Für uns ist es auch wichtig, das nochmal in der Kirche klarzumachen. Weil vor Gott eigentlich auch, ne? Ja, Gottes Segen genau. Zu erbitten auch für die nächsten Jahre und so. Ja, das ist eigentlich der Hauptgrund. Und es ist auch nochmal schön, natürlich mit Leuten zu feiern. Ist es ja auch kulturell verankert, dieses Heiraten in der Kirche. Also gerade wenn man katholisch ist, das spielt auch eine Rolle mit. Ja. Und dann ist es schön, wenn Verwandte und Freunde dabei sind und man das vor denen und vor Gott dann auch nochmal sagt. Ja. Ja, jetzt sind wir da so zusammen. Ja. Und jetzt beginnt irgendwie ein neuer Abschnitt. Das ist klasse. Irgendwie ist es dann doch vom Gefühl her, glaube ich, noch mal so ein bisschen fester. Oder es wird dann vielleicht so ein bisschen schwieriger, dass man so auseinandergeht, weil es irgendwie so eine Art Bündnis da geschlossen wird. Ja, also ich finde auch, dass wenn man das besonders noch mal feiert, dann wissen das alle. Dann ist das auch ein Ding, was von außen funktioniert. Alle wissen jetzt, ihr seid verheiratet. Ja, und Gottes Segen, an den wir ja auch alle glauben. Also unsere Verwandtschaft, die sind in erster Linie katholisch. Ja, die sehen das dann auch so. Dann weiß man das. Und das festigt eine Sache dann schon, weil man dann selbstverständlicher davon ausgeht, dass die tatsächlich verheiratet sind, dass die das auch ernst meinen. Wenn man das allen sagt und das an die große Glocke hängt, dann glauben einem die Leute das auch letztlich. Ja, und man ist es auch eine Festigung für ein Paar selber. Dass Emilia schon vor der Hochzeit geboren ist, die Reihenfolge also nicht ganz stimmt, ist dem jungen Paar egal. Also durch die Emilia sind wir aber auch schon durch eine Schule gegangen. Also wir sind jetzt kein so ganz unerfahrenes Ehepaar mehr. Das muss man schon sagen. Wir haben damit auch etwas vorweggenommen. Ja, und man muss sagen, es funktioniert auch. Das ist ganz gut. Ja? Und das schweißt zusammen. Ja? So ein Kind. Das Wichtig sind andere Voraussetzungen. Die sogenannten Ehehindernisse müssen ausgeschlossen werden. So müssen zum Beispiel beide Partner die Ehe freiwillig, ohne Druck von außen, eingehen. Doch im Brautgespräch geht es nicht nur um Bürokratie. Wie haben Sie beiden sich denn kennengelernt? Wir haben nämlich sozusagen im gleichen Haus gearbeitet sozusagen. Ja, da hat man sich einfach, es hat halt auch ein bisschen gedauert, bis wir uns so kennengelernt haben. Hat ewig man gedauert, sich halt, bis wir uns kennengelernt haben? Ja, ist man sich halt mal so in der Das heißt, ewig heißt 8 Jahre? 2 bestimmt. Ja, wir haben ganz schön lange nebeneinander
Oder ja, gut. Also nebeneinander gearbeitet. Relativ lange auch nebeneinander gearbeitet sozusagen, ja. Ich bin interessiert, neugierig. Wie war die Geschichte, die Weggeschichte? Wie war die einzelne? Wie geht es miteinander? Manches ist im Gespräch angeklungen jetzt. Was schätzen Sie aneinander? Es sind natürlich auch Momente, die ich bei der Predigt brauche, damit es nicht irgendeine Predigt ist, die biblisch ist. Jesus war bei einer Hochzeit und so war es. Sondern, liebe Anna, lieber Henrik, zum Beispiel, ihr habt euch dann und dann kennengelernt und es war ein mehr so langsames Kennenlernen oder so. Also, dass da sehr viel Persönliches mit ist. Also, wir können ganz gut miteinander diskutieren und besprechen und planen. Ja, das war jetzt auch bei der Hochzeit. Das ist eine ganz gute Sache. Das heißt nicht, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also, ja, das muss ja nicht. Testessen für die Hochzeitstorte. Eine schwere, kalorienreiche Entscheidung. Expertin Jana Slanitz sorgt für Nachschub. Dann habe ich da jetzt was mitgebracht. Ich habe extra zwei Stücke, dass ihr nicht streitet. Aber nur von einem Teller müsst ihr essen. Das müsst ihr üben. Mandelteig mit leichter Creme und ein kleines bisschen Krokant, Nusskrokant ist drin. Das ist der Geschmack von dem Nusskrokant. Also, Mila mag die am liebsten. So, dann haben wir uns schon entschieden, ja, oder? Mhm. Henrik mag ich so gerne. Ja, fette Sahne. Also, genau, Buttercreme. Die Emilia jetzt mochte, die fand ich ein bisschen zu süß. Mhm. Also, ich fand die mit der Vanille am besten und die finde ich jetzt auch sehr gut. Mhm. Ja, die mit der Vanille fand ich auch sehr lecker. Also ich, so für mich, hätte jetzt schon so meine Favoriten. Aber dann zusammen nochmal so den Kompromiss zu finden. Machen wir grüne Blätter oder lassen wir alles nur weiß und pink? Bei den Rosen? Sind es echte Rosen oder ist das? Nee, schon aus Marzipan. Die soll man doch essen, alles, oder? Okay. Was meinst du? Ich würde sagen weiße und dann so ganz wenig pinke. Ich weiß ja nicht, wie viele das sind, aber so, dass das. Nee, dann machen wir nur. Ach, grüne Blätter. Moment, dann grüne Blätter. Wir haben jetzt nicht so total das feste Bild, wo wir sagen, wir wollen das und nichts anderes. Aber tendenziell eher klassisch. Das ist das Lustige, dass die Männer oft viel mehr auf Herzen stehen und Brautpaare wollen und so weiter. Und oft sind Frauen, die sagen, nur was Schlichtes und ich will nur weiße Torte und nur ganz dezent. Und endlich, nach 2 Stunden Testessen, sind sich Anna und Henrik einig. 3 Stockwerke mit 3 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das Kloster Benedikt Beuern am Tag der Hochzeit. Die Torte wartet im Kühlwagen. Vorher aber gibt es Wichtigeres zu tun. Henrik auf Spezialmission. Ich bin der totale Hausmann. Ich bügel meine Klamotten. Ich bügel auch die Sachen meiner Tochter. Und das macht die Anna aber auch. Aber ich bin schon so, ich habe so ein Hausmann-Gen irgendwo. Also jetzt nicht übertrieben, aber ich bügel. Ganz klarer Fall. Das ist mein Ding. So, aber das passt noch nicht so richtig hier, da muss man mal gucken. Seinen Anzug hat Henrik erst kurz vor der Hochzeit besorgt. Die Auswahl war deshalb auch nicht besonders groß, aber alles kein Problem. Das heißt, also dieser Herrenausstatter, bei dem ich war, der war auch schon so ziemlich ausverkauft. Und wir haben das, ist jetzt ein Anzug aus der Herrenanzugabteilung und nicht aus der Hochzeitsabteilung. Aber das ist ein schöner Anzug, ich hatte den dann dort an. Es kamen glatt Gäste oder Kunden, die da auch einen Hochzeitsanzug kaufen wollten, die dann begeisternd gefragt haben, wo hat denn der Herr da hinten den Anzug her? Und dann musste die andere Beraterin da auch mit denen in die Anzugabteilung gehen. Das war also sehr lustig, ja. Lustig, aber nichts für Anna. Sie hat ihr Kleid schon vor Monaten ausgesucht. Das perfekte Brautkleid findet sich schließlich nicht mal eben so nebenbei. Bei diesem Brautausstatter in München gibt es tausende Modelle. Weiß sind eigentlich alle, doch weiß ist nicht gleich weiß. Rein weiß, Cremefarben, Champagner. Immer aber ist die helle Farbe zugleich Symbol für die Reinheit und Unschuld der Braut, aber auch Synonym für das Gute, das Ideale. Und auf das hofft natürlich auch Anna für ihre Liebe, auch wenn gerade eher modische Dinge im Mittelpunkt stehen. Also ich weiß schon, dass ich eher ein sportlicherer Typ bin, deshalb ich glaube, so was ganz überbordendes, Prinzessinnenartiges, das passt einfach nicht so zu mir. Dann, ich würde sagen, wir probieren verschiedene Kleider, verschiedene Stile aus und dann werden wir bestimmt einen für Sie finden. Mhm. Ja? Okay, mach mal. Ja, es ist sehr extravagant, das stimmt schon. Mhm. Und mit dem Glitzer, wie gefällt Ihnen allgemein so dieser Glitzer? Wenn man jetzt
ja, einmal heirate, dann weiß ich nicht, ob ich dann gleich, also ob ich dann sowas möchte mit so einem Schal um den Hals. Ob extravagant oder schlicht. Mit 1.000 bis 1.500 Euro muss Frau für ihr Brautkleid auf jeden Fall rechnen. Schneekönigin? Aha. Also ich finde das eigentlich schön. Ich finde aber, was mich stört, ist so der Rock. Okay. Also mit dieser Gardine da unten. Ein bisschen zu barock, finde ich, für mich. So. Wow. Das ist ja wie angegossen, das Kleid für Sie. Ja, das passt perfekt. Ich freue mich so wirklich. Es gibt auch Leute, die Mutter, die kommen dann und dann fangen sie an zu weinen, weil sie so glücklich sind. Und in dem Moment bin ich selber auch wirklich, ich habe dann was Gutes getan. Ich habe jemanden glücklich gemacht und ich bin selber auch wirklich sehr glücklich. Und auch eine schöne Schleppe und es ist schlicht, aber trotzdem sehr extravagant und Prinzessin. Ja, also ich finde, es passt zu meinem Typen gut. Also weil ich bin irgendwie auch so ein sportlicherer Typ. Mhm. Und es hat irgendwie, ach, es jetzt klingt komisch, aber es hat ein bisschen was Sportliches irgendwie auch. Die Hochzeit in der Kirche. Für viele Paare gehört sie immer noch dazu. Zwar ist die Anzahl der katholischen Trauungen seit 1990 stark zurückgegangen, von über 100 auf etwa 50.000 in Deutschland. Seit einigen Jahren sind die Zahlen aber wieder stabil. Es geht sicher darum, ein schönes Fest zu haben, und zu einem schönen Fest gehört eine Kirche. Viele Paare suchen sich die Kirche extra aus, eine schöne barocke Kirche, meistens eine alte Kirche, eine kleine Kirche. Wobei viele Paare sicher zutiefst innerlich religiös sind. Da ist etwas von Geburt an, von der Taufe, von der Kindheit an, was sagt, wir möchten unsere Ehe, unsere Gemeinschaft, unser Miteinander ganz bewusst unter Gottes Schutz und Segen stellen. Deswegen das Jahr in der Kirche. Liebe Anna, lieber Henrik, heute ist es nun soweit. Ihr sagt ja zueinander, zu einem gemeinsamen Leben. Ihr traut euch, weil ihr einander vertraut geworden seid. Irgendwann seid ihr einander über den Weg gelaufen. Da sieht man sich, wägt ab und die Erkenntnis, wir können uns miteinander gut unterhalten. Es brauchte Zeit, bis ihr beide wusstet innerlich in eurem Herzen, das passt. Wir miteinander, füreinander, zueinander. Und mittlerweile seid ihr eine Familie. Am 5. April letzten Jahres wurde aus eurer Liebe Leben, bekam euer Glück einen Namen, Emilia Maria. Ich habe nochmal nachgeschaut, wunderbare Bilder auf Facebook. Ein stolz strahlender Vater und eine lachend kleine Emilia. Gleich wenn ihr beide einander das Ja-Wort zusprecht für ein Leben lang, dann sagt Gott, ich bin mit dabei, ich segne euch. Mit seinem Segen gestärkt heißt es weiterarbeiten, weiter wachsen in der Liebe zueinander. Wie sagt Lore Lorenz, eine Kabarettistin, dass zwei Menschen sich finden, ist etwas Wunderbares, eine Sternstunde. Dass sie beieinander bleiben, ist Knochenarbeit. Henrik, ich frage dich, bist du hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und freiem Entschluss mit deiner Braut Anna den Bund der Ehe zu schließen? So sage kräftig ja. Ja. Anna, du hast das Versprechen von Henrik gehört, so frage ich auch dich. Bist du hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und freiem Entschluss mit deinem Bräutigam Henrik den Bund der Ehe zu schließen? So sage kräftig ja. Ja. Trage diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Genau, der geht bestimmt nicht mehr ab. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Henrik, vor Gottes Angesicht nehme ich dich als meinen Mann. Ich verspreche dir die Treue in guten und in schlechten Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens.
Gott, der Herr, hat euch als Mann und Frau, als Frau und Mann verbunden. Er ist treu. Er festige euren Bund der Ehe, den ich segnen will, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen Gottes und seiner Kirche bestätige ich den Ehebund, den ihr beide nun geschlossen habt. Und was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Du darfst gerne deine Frau jetzt küssen, Henrik. Der große Moment. So schnell ist er auch schon wieder vorbei. Und doch bleibt er den beiden für immer. Ja, das ist ein bisschen Stolz, aber auch ein bisschen Wehmut. Da kommen viele Emotionen zusammen. Es war schon sehr beeindruckend und gefühlsmäßig doch. Als sie einzogen vor allem, kamen einem schon die Tränen in die Augen. Ja? Ich habe das ja 45 Jahre gemacht, nicht? Hab da Orgel gespielt für Hochzeiten und so weiter, nicht? Das hat mir auch seit immer gewünscht, das auch so. Und das ist auch, war alles sehr schön. Langsam verfliegt die Anspannung. Jetzt wird gratuliert und gelacht. Vor allem aber Annas und Henriks Zukunft gefeiert. Gemeinsam mit den Menschen, die dem Paar am wichtigsten sind. Die beiden sind glücklich. Ja, doch, ich freue mich eigentlich. Ja, ich freue mich riesig. Und du? Schon, ja, schon schön. Also ja. Ich finde, das ist doch schon mal noch ein Highlight, so ein Gottesdienst irgendwie. Highlight. Gut. Highlight mit dem Highland. Ein Highlight mit dem Highland, genau. Okay. Vor Gott klar machen, dass wir zusammen sind. Das war für Anna und Henrik besonders wichtig. Und das haben sie auch getan. Sie haben Ja gesagt zu ihrer kleinen Familie. Wer weiß, vielleicht bekommt Emilia schon bald ein Geschwisterchen. Die Familienplanung, das haben Anna und Henrik schon mal verraten, ist noch nicht ganz abgeschlossen.